Prost. Prost. Servus aus München. Ich zeige euch jetzt mal, was ich so mitnehme, wenn ich mal auf die Wiese gehe zum Fliegen. Ich fange erstmal mit dem Besten an, mit dem teuersten Scheiß, wie man es schon sehen kann. Einmal die Fatshark mit Antennen und sonstigem Zubehör da drin. Zeig nochmal bitte kurz den Headstrap. Das ist ein richtig geiler Headstrap. Der hält einen schönen Brille auf dem Kopf und vor allem, es ist genau die richtige Form, um die Linsen zu schützen. Vor Zeug, was hier also drin herumfliegt. Man kann es auch einfach nicht reintun, aber ich bin ehrlich gesagt zu faul. Deine Antennen packst du immer alle in den Fetcher-Case? Damit ich immer wenigstens einen Satz Antennen habe für meine Brille. Die funktionieren. Okay, perfekt. Dann habe ich hier mein GoPro-Equipment. Das ist einmal hier ein TPU-gedrucktes Case für die GoPro. Ja. Danke, Robert. Version 1 davon. Das ist tatsächlich stabiler, ne? Die Version 1 ist stabiler als die 2? Ja, bei der ist hier schon aufgerissen. Aber ist egal. Ja. Und dann noch hier ein paar Glasprotektoren von Banggood für die GoPro. Das sind also alles Sachen für deinen Vorderfach. Genau. Dann diverse Ersatzschrauben, Muttern, Stand-offs und was weiß ich was nicht für ein Scheiß. Hier sind Teile explizit für die Chameleon, die ich fliege. Ein billiger Multimeter. Das ist von Conrad, ich glaube 8 Euro oder so. Perfekt. Will ich mir auch noch kaufen? Lautsprecher, ganz, ganz wichtig. Na so kürzt der. So. 2,5 Zoll für zwischendurch. Den kann man eigentlich überall mitnehmen. Aber ich schmeiß den hier immer rein. Und das war's, glaube ich, im oberen Fach. Dann haben wir ein Fernbedienungszeug. Kompensationsantenne, Taranis, selbst angemalt. Dein AIDA-Strap. Ja, mein AIDA-Strap, genau. So, diverser Krimskrams mit Muttern und sonstigen Zeug, Kabel, Ersatzantennen, Kabelbinder. Das Wichtigste in diesem Hobby. Ganz viele mitnehmen. Am besten nicht nur eine Größe, wir sind jetzt, sondern am besten verschiedene. Vor allem, das ist nicht genug. Dann sind meine letzten Kabelbinder hier. Ne? Ich muss mir unbedingt welche neuen kaufen. Dann habe ich hier einen kleinen Lipo-Checker mit Klett dran. Den klebe ich hier vorne einfach dran. Stop. Propeller in zwei verschiedenen Drehrichtungen. Die sind jetzt durchsichtig, kann man jetzt nicht so sehen, aber ihr seht ja das Blaue da drin. Wie viele Props nimmst du immer so mit? Bis die Beutel voll sind und dann mache ich die, bis ich mir wieder Sorgen mache. Okay, also nicht. Ja, ich denke da nicht zu Hause, okay. 2,5 Zoll Props. Ein Päckchen. Ja, die machen wir ja nicht kaputt. Akkus. Die sehen bei dir noch so schön aus. Ja, ich fliege ja so wenig momentan. So, aber schön im pseudosicheren Beutel, damit das Gewissen beruhigt ist. Genau. Und du packst den immer in den Rucksack, oder? Ja, damit der Schwerpunkt möglichst niedrig liegt und es gemütlich ist zum Rumtragen, falls man mal ein bisschen weiter weg ist. Ich habe hier vorne noch ein kleines Werkzeugset. Oh, das Wichtigste kommt jetzt. Insektenspray. Ja. So, was habe ich hier? Ersatzstraps. Nicht die von Runcam kaufen, die sind schlecht. Die sind besser. Ein Brillenputztuch. Ersatz PDB. Ersatz FC. Und Ersatz ESC. Und eigentlich habe ich noch einen Ersatzmotor mit, aber der ist gerade nicht drin. Hast du den gleich ersetzt am Port? Genau. Ah, auch perfekt. Also, das ist eben für die längeren Tage. Wenn man gleich Tage weg ist, will man ja nicht wegen einem kaputten Bauteil gleich einen ganzen Quad nicht mehr nutzen können. So, genau. Das hier, das ist mein Werkzeugsortiment. Machen wir das mal kurz zu hier. Also, da haben wir als Wichtiges erstmal einen Kabelknipser für die ganzen Kabelbinder oder wenn man irgendwelche Kabel zuschneiden muss. Etwas, um die Propeller abzumachen. Da habe ich auch zwei Ausführungen. Wenn ihr sowas findet, nehmt lieber das. Alles, was angenehmer ist zu halten, ist besser. Dann ein bisschen Heißkleber und ein Feuerzeug dafür. Wie machst du das mit dem Heißkleber? Ankuckeln. Wenn es stinkt, ist es zu weit gegangen. Okay, und dann einfach draufdrücken. Genau, draufdrücken. Oder drauf tropfen lassen. Ja, das geht natürlich auch. Das ist eine super Sache. Ich mache alles mit Loctite, aber Heißkleber ist natürlich schön schnell gemacht und ist eine saubere Sache. Dann habe ich hier noch
einen mobilen Lötkolben, das ist der TS100. Ein Kabel dazu, der geht einmal von Buchse zu XT60. Da kann ich einfach irgendeine Flugbatterie dran stecken. Mhm. Kleines Skalpell, Pinzette, selbstsichernd, offene, ISO-Band, Ersatzkamera, Schraubensicherung und das Wichtigste, etwas Spitzes zum Rumpopeln. Genau. Das Weil, ist was für ein Tool? Das ist irgendwie so ein Zahnarzt-Pix-Tool. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich vom Flohmarkt. Aber sehr nützlich. Unsere Fettfinger passen dem da nicht rein. Ich weiß, ich habe damit schon mal meine Kamera neu eingestellt. Perfekt. Das Perfekte ist jetzt nämlich unter dem Schreibtisch. Mhm. So, das gehört jetzt dir anscheinend, Robert. Ja, versuch mal da unten rumzukrabbeln, da findest du es dann. Das ist ganz praktisch in so einem Beutel, kann ich jetzt einfach reinschmeißen. Ich brauche mir nicht groß Gedanken machen, ist trotzdem sicher, fällt nichts raus. Und das kommt genau hier in die Ecke rein. Der Beutel war beim Rucksack jetzt so dabei? Ja, genau. Der Rucksack selbst ist ein Manfrotto Aviator D1. Und da kam das eigentlich mit 3 von diesen Beuteln, damit man hier so quer seine Phantom quasi so reinschnallen konnte. Also, ja, und die will ja keiner jetzt fliegen. Das böse P-Wort. Ja, von außen finde ich, sieht er jetzt nicht so ganz so klobig aus wie die anderen typischen Rucksäcke. Und die Quads kommen einfach außen dran. Da habe ich jetzt hier so alles Mögliche, irgendwie Hundehalsbänder kann man nehmen. Ich habe jetzt Armbänder genommen. So. Sehr sexy. Und jetzt. Ich ziehe auch nicht jedes Mal mit 3 Drohnen los, aber ich kann auf jeden Fall 3 mitnehmen. Tatsächlich glaube ich sogar noch mehr, wenn ich ein bisschen quetsche. Ja, das ist perfekt. Du kannst ja auch seitlich noch eine drauf machen. Ah, nee. Hier hat es keine Straps. Leider. Ah, da kann man noch nachbessern, ja. Ja. Oder außen rumwickeln. Mhm. ISO-Band rettet alles. Genau. Okay. Das war jetzt Tens Rucksack und das, was er mitnimmt. Schöne Grüße aus München und viel Spaß beim Fliegen. Servus.